Und zugeschaltet aus Wiesbaden ist mir nun unsere Weltkolumnistin Christina Schröder. Guten Tag, Frau Schröder. Hallo, grüße Sie. Vereine und Organisationen zu stärken, die sich für die Demokratie einsetzen, ist ja per se erstmal eine gute Sache. Warum dann die Kritik von Ihnen als Opposition, aber auch von der FDP als Regierungspartei? Ja, für Demokratie, das klingt erstmal prima, aber man muss schon genau schauen, was die machen. In der Regel haben sich diese Initiativen ja den Kampf gegen rechts auf die Fahnen geschrieben. Linksextremismus und Islamismus findet praktisch in deren Weltbild nicht statt, das ist das eine. Aber das zweite ist, dass auch die Aussage gegen rechts leider wörtlich zu nehmen ist. Es geht hier gegen alles bei den meisten Initiativen, was nicht links ist. Also das legitime Meinungsspektrum soll quasi weit nach links verrückt werden und schon moderat konservative Positionen, liberale Positionen, erst recht rechte Positionen sollen delegitimiert werden. Viele dieser Initiativen, die sagen, sie kämpfen für Demokratie und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, ist leider sehr unklar, ob sie selbst auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Manche Initiativen gegen Rassismus sind selbst tief im gewaltbereiten Antifa-Milieu verankert. Initiativen, die gegen Muslimfeindlichkeit kämpfen, sind dann Ableger von islamistischen, also radikalen Initiativen. Also wenn man da nur mal ein bisschen reinguckt, dann stößt man ganz schnell auf solche Fälle. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich will von jedem, der mit staatlichen Geldern hier arbeiten will, ein Bekenntnis zu unserer Verfassung haben. Eigentlich denke ich, eine Selbstverständlichkeit. Dennoch, einige Gruppierungen haben es damals verweigert. Und ich würde sagen, das waren die richtigen, die es verweigert haben. Und bedauerlicherweise wurde diese Extremismusklausel oder Demokratieerklärung dann nach meiner Amtszeit von Manuela Schwesig wieder abgeschafft. Und ich bin sehr froh, dass die FDP jetzt sagt, die brauchen wir wieder. Es gibt aber auch Kritik nicht nur von der Union und der FDP, sondern auch massiv von der AfD. Und sollte uns das nicht zu denken geben, denn die AfD, die spricht ja sogar von einer Förderung linksgrüner Organisationen. Nur weil die AfD sagt, dass der Himmel blau ist, behaupte ich nicht, dass er grün ist. Das ist für mich relativ irrelevant. Ich vertrete diese Kritik seit 20 Jahren, in denen ich mich mit diesen Initiativen befasse. Und ich kann nur sagen, sie ist richtig. Und gerade weil viele dieser Initiativen nicht wirklich gegen Extremismus kämpfen, sondern im Grunde daran arbeiten, den Meinungskorridor immer weiter zu verengen, zum Beispiel jede Kritik an ungesteuerter Migration gleich als Rechtsbrandmarken, würde ich behaupten, dass leider viele dieser Initiativen sogar kontraproduktiv sind. Denn beispielsweise ist es legitim, Migration kritisch zu sehen. Man kann sogar die Auffassung vertreten, es gäbe nur zwei Geschlechter. All das sind in Deutschland legitime Positionen, die in den Diskurs hineingehören. Und wenn es dann Initiativen gibt, die auch noch mit staatlicher Förderung versuchen, solche Positionen zu brandmarken, dann schadet das sogar unserer Demokratie, und verengt unseren Meinungskorridor immer weiter.